Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem iTheker Wildkameralinchen. Und zwar diesmal die IG400. Es ist eine 4K, sprich Ultra HD, 30 Frames, bedeutet, dass 30 Bilder pro Sekunde geschossen werden. Ihr müsst euch überlegen, euer Gehirn kann so ab 24 Frames eine weiche und gute Darstellung der Bilder, die in Reihe geschaltet werden, sprich eines Videos, vernünftig betrachten. Als Vergleich, ich filme meine Videos in 60 Frames, das heißt, bei mir werden doppelt so viele Frames gemacht. Aber ihr müsst sehen, dass diese Kamera hier für eine Trail-Kamera absolut ausreichend ist mit 4K 30 Frames am Start. Das bedeutet nämlich, dass wir im Moment Shots machen von nächtlichen Tierbesuchen oder auch täglichen Tierbesuchen etc. oder andere Besuche, egal, in der Natur. Das heißt also, 4K 30 Frames ist ein sehr guter Wert. 48 Megapixel, das bedeutet, dass hier ein Sensor dran ist, der auch einen hohen HD-Anteil hat. Also 48 Megapixel HD-Fotos sind möglich, 4K 30 Frames Videos sind möglich. Ihr könnt natürlich auch auf 1080p runtergehen und dort eine andere Frames-Einspeisung durchführen, wie ihr das gerne hättet. Das ist alles einstellbar. Dieses Wildkamera-Set hier hat einen Bewegungsmelder integriert, der dann sozusagen eine Auslösung stattfinden lässt, wenn er Bewegung in seinem Sichtradius sieht. Es ist eine Wildkamera, die IP66 wasserdicht ist. Das bedeutet, wir können sie der Witterung draußen aussetzen. Regen wird nicht hineinkommen, Schnee wird nicht hineinkommen und auch kein Staub und andere Sachen. Wir sollten sie aber nicht zum Tieftauchen benutzen, etc. Sie ist sehr nice für Wildtiere, zur Überwachung, als Jagdkamera zu nutzen. Im Prinzip könnt ihr sie nutzen, wofür ihr das natürlich wollt. Aber primär ist es eine Wildkamera. Sie ist nämlich robust gebaut, um nämlich in der Natur überleben zu können. 32 GB SD-Karte ist dabei und sie wird betrieben durch 4 AA. Galvanische Zellen, die dann zu einer Batterie geschaltet werden. Mit Ultra HD 4K 30 Frames Videos und gutem Audio kann iSeeker die Wildkamera lebendige Details einfangen und flüssige Videos uns liefern. Das stimmt. Gleichzeitig können wir mit der 48 Megapixel ultraklare Sensor ultraklare Fotos aufnehmen. Mit 40, 850 nm Infrarotlichtemittierende Dioden können aber auch wunderbare Momente festgehalten werden, egal ob am Tag oder bei Nacht. Warum? Weil Infrarotlicht nicht für das menschliche und tierische Auge sichtbar ist, werden auch die Tiere nicht gestört, wenn wir sie nachts zum Beispiel dann anspannen. Das ist der Vorteil an Infrarot-LEDs. Aber die Kamera kann dieses Infrarotlicht sehen. Das heißt also, sie wird euch vernünftige Nachtbilder präsentieren können. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, löst die Wildkamera IG400 sofort innerhalb von 0,1 Sekunden aus. Und das ist ein krasser Wert. 0,1 Sekunde und zack, wird ausgelöst. Nicht schlecht, Herr Specht. Und das PIR-Intervall kann auf die kürzeste 2 Sekunden eingestellt werden. Das heißt also, wir können dort dann 2 Sekunden einstellen, das Intervall, dass sozusagen nur 2 Sekunden aufgenommen werden und fertig, wenn etwas ganz Schnelles passiert. Also wenn ihr wisst, dass der Gepard mal wieder vorbeisprinten sollte oder so. Ihr könnt das aber auch, dieses Intervall, auch etwas stretchen und dann würdet ihr längeren Aufnahmen bekommen oder ihr könnt das Intervall der einzelnen Aufnahmen dann auch noch bearbeiten. Und 2 Sekunden Intervall ist da schon sehr knackig. Aber wie gesagt, es ist einstellbar. So verpassen wir aber auch keinen spannenden Moment mehr, der nachts so oder tagsüber bei uns im Wildgehege abgeht. Das Objektiv der Wildkamera befindet sich auf der gleichen Seite wie der 2 Zoll LCD-Bildschirm, sodass sich der Winkel des Objektivs leicht einstellen lässt. Die einteilige Konstruktion ist nach IP66 wasser- und staubdicht. Die Abdeckung kann geöffnet werden, um Wassernebel von der Linse abzuwischen, was natürlich ideal ist bei regnerischen Tagen.
Ideal für die Überwachung von Wildtieren im Freien, ergo. Das Tastenfeld der Wildkamera leuchtet während des Einrichtungsvorgangs auf, um die Bedienung auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erleichtern. Es gibt nur zwei Schaltmodi und die Einstellmöglichkeiten einfach und intuitiv zu halten, was natürlich die Bedienung erleichtert. Es ist ein sehr einfaches Einsetzen und Entfernen der SD-Karte möglich. Die kann nämlich seitlich eingesetzt werden, um dort natürlich das auch wieder als komfortabler zu setzen. Die Kamera hier kommt in einem schönen blauen, typischen Eye-Seeker Outfit daher. Und sie ist abgebildet auf unserem Verpackungsgedrisse. Wir drehen sie einmal um und schauen, sie ist FCC, CE, UKCA, ROS und PSE zertifiziert, darf demzufolge auch in Europa gehandelt werden. Hier stehen nochmal die Facts. Illuminate Inside Buttons, das ist sehr cool. Ne? Leuchtende Knöpfe beim Benutzen. IP66 wasserdicht, Camera on Screen auf der gleichen Seite. 4K 30 Frames ist möglich. Ne? Aber nochmal, ihr müsst es nicht einstellen. Also ich mache das meistens immer so, bei solchen Geräten gehe ich dann lieber auf die 1080p noch, weil die 4K, klar, ist sinnvoll, ja, aber braucht auch viel Platz, wisst ihr? Braucht viel Datenvolumen und ich weiß, wovon ich rede, weil meine 2-Terabyte-Platte ist eigentlich permanent voll. Und wir schauen jetzt mal an, was hier drin ist. Wir fangen an mit der Bedienungsanleitung, die hier auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch gehalten ist. Und sie ist in Schwarz, Weiß und Grau gehalten. Okay. Und dann haben wir hier noch Zubehör am Start. Das hier ist ein olivfarbenes Bändchen. Dieses Bändchen können wir dann um einen Baum oder einen anderen Obstacle rumwickeln und die Kamera daran befestigen. Sehr sinnvoll, weil da muss man nicht den halben Baum fällen. Oder ihn mit Schrauben persäcken oder so. Ne? So, 4 galvanische Zellen sind dabei zum Betreiben. Aber ich würde euch empfehlen, vielleicht sogar auf Akkus umzuschwingen, weil dann ist das ein bisschen nachhaltiger. Datenkabel oder halt Stromkabel etc. hier ist USB-A zu Micro-USB. Und dann komme ich schon zur Cam. Da ist sie. Guckt euch sie an. Sie sieht echt gut aus. Sie hat ein Camouflage-Optik. Sie ist so grün-braun designt, damit sie nicht so auffällt in der Walachei. Wir ziehen jetzt hier oben mal zack, das Frontabdeckungsgedrisse ab. Und was sehen wir hier? Hier unten ist der Bewegungsmelder. Dort ist auch noch, sehe ich gerade, so eine drauf, die müssen wir auch noch abziehen. Hier oben sind die LEDs. Hier ist der Bewegungserkennungsfreund, der ist auch ein bisschen gebogen, wie ihr seht. Das heißt also, der guckt hier in diesem Winkel raus. Hier oben sind die LEDs für die Nachtschicht drin. Hier oben sind noch andere weitere Leuchten verbaut, die dann auch dort an- und ausgemacht werden können. Und hier haben wir die Linse in der Mitte. Sehr sinnvoll. Andere Seite. Hier hinten können wir etwas durchschieben, ne, um es zu befestigen. Aber mein Favorite ist immer hier unten die Standardhalterung für Tripods. Wir können auch hier ein Netzteil anschließen und es also strombetrieben. Also ohne klar mit Energie, aber die Energie kommt dann aus einem Transformator. Der sollte 6 Volt haben. Der kann das hier nämlich reindippen. Auch sehr cool. So, und dann haben wir hier hinten, da sind die Scharniere. Und ganz cool ist hier unten, zack, hier kommen unsere germanischen Zellen rein. Ne? Das ist schön gemacht. Man muss also nicht das ganze Ding immer aufmachen, um die germanischen Zellen zu wechseln, sondern die Firma iSeeker hat sich hier was anderes überlegt. Die hat gesagt, wir schieben die von unten rein. Sehr sinnvoll. Ja, und dann können wir hier an der Seite aufklappen. Auch vernünftig Schramm an. Und ihr seht, es ist auf der gleichen Seite. Wir schieben jetzt hier den vordere Blende ab und sehen die ganze Technik vor uns. Hier oben sind die LEDs, da sind die Linsen etc. Und hier können wir auch jetzt den besagten Sensor unten etwas besser abdecken. Zack, damit er auch seinen Job erledigen kann. Ja, zum Menü. Wir haben hier ein Menü, das dann angesteuert werden kann. Hoch und runter wird ausgewählt. OK wird bestätigt und M ist der Mode. Hier gibt es 1 an und 1 aus. Bei vielen anderen Herstellern ist es so, es gibt ein Aus, es gibt einen Einstellungsmodus und es gibt einen An-Modus.
Da passiert es oft, dass ihr in den Einstellungsmodus geht, ihr klappt dann, also macht eure Einstellung, klappt das zu und dann geht ihr nicht auf On. Passiert wirklich. Deshalb hat sich dann Eye-Seeker hier gesagt, Digga, wir machen nur an und aus. Das heißt also an, dann können wir hier die Einstellungen durchführen, wie wir das möchten und dann bleibt das an. Dann klappen wir das zu, setzen das dahin, wo wir wollen und können natürlich nicht vergessen, hier zu schließen. Und dann wird das Teil seinen Job erledigen. Wir können in der Software da drinnen über die Einstellungen hier diverse Einstellungen durchführen. Wir können es auf Foto stellen, wir können es auf Video stellen, wir können es auf Foto und Video stellen, wir können die Auflösungen hochschrauben oder etwas herunterschrauben, um Platz zu sparen. Wir können eine SD-Karte einbauen, die dann eine vernünftige Größe hat, bis zu 128 GB. Wird sie nämlich dann akzeptieren. Und das ist einfach intuitiv und sehr cool, was dann so nachts und am Tage bei euch so alles rumkreucht und fleucht, finde ich. Sehr, sehr, sehr cool, sehr aufschlussreich immer, wenn man so sieht, was alles so abgeht im Garten. Ne? Hier unten gibt es dann auch noch den USB-Anschluss, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und hier ist dann der Anschluss, der hier drüber auch erreicht wird, sag mal schnell, für die externe Energieversorgung. Die SD-Karte ist schon drin, wie ihr seht, eine 32 GB-Karte, die Klasse 10 unterstützen sollte. Und die könnt ihr dann halt auch noch upgraden auf die Größe, die ihr gerne hättet. So, jetzt haben wir mal alles, ne? Einfach, intuitiv zu bedienen, schöne Aufnahmen ohne Frage, Video, Foto, alles dabei. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.